Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wir haben Montag 119, 7.30 Uhr. Und das bedeutet, dass wir heute auch den Tag haben werden. Ja, deswegen müssen wir noch ein bisschen was tun. Ich habe in der letzten Folge ein bisschen Blödsinn erzählt. Ich hatte mir, glaube ich, diese... Warte mal, den Zaunpfosten brauche ich ja noch. Ich habe mir, glaube ich, diese Switches hier gekauft. Dummerweise, ich dachte eigentlich, ich kaufe die, aber weil die so optisch sich so ein bisschen ähneln, dachte ich, ich hätte eher Zaunpfosten gekauft. Dabei habe ich wahrscheinlich eher Switches gekauft. Aber nun gut, sei es drum. Ich bin hier dabei. Gut, da ist jetzt Munition drin. Und da habe ich nämlich nochmal ein paar von den Zaunpfosten mich nur in Vorbereitung. Ich habe gleich ein paar mehr gecraftet, weil ich mir dachte, super, dann nimmst du die mit und dann hast du die in Reserve da, ne? Falls wir dann mal vielleicht mal ein bisschen was machen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt mal runter in den Keller, hä? Und dann bauen... Achso, warte mal halt. Was brauchen wir noch? Genau, wir brauchen noch ein Elektrowerkzeug, sonst wird das ja auch nichts. Boah, Backel. Haben wir. Nee, warte mal, packen wir gleich da rein, packen wir gleich da rein. Jo. Jechün. Jo, perfekt. So, dann machen wir das nämlich gleich fertig. Ich denke mal, ja gut, die Rotating Blades, da müssen wir heute mal drauf verzichten. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich nicht doch vielleicht die Dart Traps noch mit reinnehme. Dass wir die als Alternative nehmen. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Aber könnte man machen. So. Das mit den Klappen hat auch ganz gut funktioniert. Das juckt die Zombies gar nicht, dass wir hier da was haben. Das ist gut. So, ich setze erstmal die 9. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, ich muss auch gleich mal gucken, die anderen müssten, ob die anderen noch einigermaßen heil sind. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. So. Na, guck mal, gehen dann doch schon einige bei rum. Na, deswegen habe ich auch gleich ein paar mehr gecraftet. So, jetzt muss ich ja mal kurz gucken, wo der Input ist. Da haben wir die. Das heißt, ich muss immer von dort darüber. Von dort darüber. Von dort darüber. Und dort darüber. Ist das richtig so? Müsste, da? Ne, Moment. Moment, Moment, Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Von dort geht's darüber. Von dort darüber. Ich glaube, einer von denen ist kaputt. Einer von denen ist, glaube ich, kaputt. Da müssen wir gleich mal gucken, weil ich glaube, wenn das Kabel mich durchhängt, dann ist mich irgendwas im Schrott. Da ist mich irgendwas Schrott. Da ist irgendwas Schrott. Das funktioniert so nicht. So, da haben wir das. Dann machen wir den darüber. Den darüber. Den darüber. Und den darüber. Vielleicht kriegen wir es ja auch diesmal hin. Guck mal, hier sieht man das nicht ganz gut. Das hinten, das Kabel, das hängt durch und hier ist es gerade. Das heißt, da ist eigentlich alles gut. So. Wo haben wir denn hier die Einspeisung? Achso, die Einspeisung haben wir dann von der Seite gemacht. Ja, die Einspeisung haben wir von dieser Seite gemacht. So, dann machen wir das. Und zwar einmal speisen wir da ein. Und einmal speisen wir da ein. Zack. Dann machen wir das gleiche Spiel. Da einmal hier rüber. Da einmal darüber. Dann einmal wieder darüber. So. Dann einmal da runter. Und dahin. Das heißt, ich muss mal von drüben gleich noch das Reparaturwerkzeug holen. Und Eisen, ja doch Eisen, ne? Ich hoffe, dass wir noch Eisen brauchen. Ich war hier auch noch nicht wirklich in Gange, ne? Guck mal, hier liegt noch der ganze Schrott. So. Also es müsste man tatsächlich überlegen, ob man dann halt hier die Rotating Blades noch nimmt. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir haben nur deswegen keine Rotating Blades, weil wir, glaube ich, zwei oder drei Explosionen hatten beim letzten Mal.
Es hat natürlich dann hier ordentlich Löcher gerissen. So. Zack. 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 So. Ah, ein bisschen Beton sollten wir auch nochmal mitnehmen. Hier sind nämlich noch ein paar Brösels. Ich meine, so vom Schaden ist hier nicht so viel, ne? Das geht eigentlich. Ich glaube, ich habe auch schon einige Sachen noch repariert, aber das geht. Ja, okay. Ich denke mal, das passt schon so. Wir können noch mal ein paar Spikes mitnehmen. Das ist eben halt die Frage, ob man halt die Spikes halt hinsetzt und dann nicht die Rotating Blades. Machen sie zwar immer kaputt, aber letztendlich haben wir dann nachher auch genug Eisen, hoffe ich. Eisen müssen wir trotzdem aber noch organisieren. Ich muss aber noch mal rüber. Ich brauche unbedingt noch ein bisschen Eisen. Also hier Eisen und ein Reparaturtool, sonst wird das nichts. So, das mal eben weg. So. Ja, bin mal gespannt, wie das wird. Ja, vor allem mit der MG, das ist, mit der MG mache ich mir auch ein bisschen mehr Hoffnung, dass wir dann vielleicht auch zeitnah die Zombies kaputt kriegen. Oh, warte mal, da fällt mir eines. Ah, ne, ist dran, alles klar. Dieses Anti, naja, diese Mod hier, wie heißt die da? Wie heißt die Mod konkret? Strahlungsentferner-Mod, genau. Die ist schon ganz gut. So, machen wir das. Achso, Beton wollten wir mitnehmen. Dann brauche ich noch einmal Werkzeug. Dann brauchen wir einmal das. Und das weg. Das packen wir in die Baukiste. Hier müssen wir nochmal umsortieren, was mir hier nicht so ganz passt. Hier ist ja Munitionsherstellung. Die Munition, die müssen wir aber nochmal irgendwo anders parken. Das passt mir nicht so ganz. Könnte man natürlich auch theoretisch hier oben setzen. Aber da wir unten die ganzen Kisten haben, macht das auch wieder keinen Sinn. So, dann können wir das nämlich da mit reinpacken. Dann haben wir nämlich gleich ein paar Reserve. Das sieht auch gut aus. Mit Munition müssen wir uns eh nochmal ein bisschen. Deswegen nämlich, weil das nimmt nämlich so ein bisschen Platz weg. Außerdem haben wir noch Waffen. Waffen sind hier auch noch drin. Da müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen umsortieren, weil sonst haben wir nämlich keinen Platz mehr für den anderen Stuff. Ja, genau. So, da haben wir das. Hier ist noch Eisen zugange. Das packen wir da mit rein. Genau, Eisen müssen wir auch nochmal abbauen. Wie schaut es hier aus? Was haben wir hier noch alles? Können wir auch mal wegnehmen. Okay, da ist auch noch alles im Gange. Sehr gut. So, das können wir alles mal wegpacken. So, davon haben wir auch ein paar Repair-Kits. Das ist auch in Ordnung. Ja, super. Guck mal, was wir hier schon an Munition haben für die Magnum. Die nehmen wir auf jeden Fall auch wieder mit. Wenn mal ein paar weniger Zombies da sind, dann nehmen wir sowieso mal alles mit. Aber das lohnt sich dann schon. 762er Moon müsste eigentlich auch reichen. So, wir haben schon wieder 12 Uhr. Ich muss ein bisschen Gas geben. Achso, halt. Halt. Was haben wir vergessen? Genau. Wir haben die vergessen. Haben wir denn schon wieder 71 Fleisch her? Achso, das war nicht stimmt. Ah, das habt ihr gar nicht mitbekommen. Nee, das könnt ihr auch gar nicht mitbekommen haben. Ich habe mitten in der Nacht habe ich noch eine Hundehorde gehabt. Genau. Das habt ihr gar nicht mitbekommen. Ich habe mitten in der Nacht eine Hundehorde gehabt. Und da waren irgendwie. Das waren mehr als ein halbes Dutzend. Also, ich weiß nicht, waren sie die 7, 8 Hunde oder sowas? Und die habe ich dann eben mal weggemacht. Die habe ich dann noch entfleischt, entbeint sozusagen. Und ja, dann können wir gleich wieder zurückrennen, weil wir was vergessen haben. Wir haben Eisen vergessen. Und naja, ne, da kommt Schimmelfleisch. Weil ich hatte nämlich erstmal diese 30 Blöcke für die Beete hatte ich noch alle gesetzt. Die können wir gleich nochmal anpflanzen. So ein bisschen Ruhe vorm Sturm sozusagen. Und dann haben wir nachher, ja, 22 Uhr ist ja heute Hortnacht. Sieht man ja auch, wir haben nach 119. Mal spannend, wie es heute wird. Mal diesmal wieder ein paar mehr Demolisher kommen oder sowas. Müssen wir mal sehen. Ja, Eisen. Eisen 19, das sollte eigentlich reichen. Und ich hoffe, dass wir auch tatsächlich nur die Eisenblöcke brauchen. Und nicht doch Stahl. Aber eigentlich, wenn was aus Eisen gefertigt wird, dann brauchst du auch Eisen zum Reparieren. Also... Das sollte passen. So. Ja, und das ist halt die Frage. Machen wir denn vielleicht nochmal irgendwie tatsächlich Dart Traps? Weil, wenn wir nachher Stahl herstellen können, dann könnte man vielleicht nochmal drüber reden, dass wir vielleicht dann tatsächlich die
die Blades nehmen, weil wir dann uns dann eben halt auch selber Stahl herstellen können. So, gucken wir mal. Ach, guck mal, die sind nicht... Ach, da brauchen wir... Oh, brauchen wir Teile für... Oh, wieder zurück. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, brauchen wir Eisen für. Ah, da brauchen wir also Electric Parts für. Mann, Electric Parts, ne? Das andere sind Mechanical Parts. Ja, das sind Electric Parts. Macht ja auch Sinn. Das sind Electric Fans, also brauchen wir Electric Parts. Macht erst mal Sinn. Macht erst mal Sinn. Hoffentlich haben wir noch genug Electric Parts. Wo laufe ich eigentlich immer hin? So. Ja, 327, das ist erstmal okay. Das nehmen wir erstmal mit. Da laufen sowieso noch ein, zwei Mal hin und her. Mann. Anstatt dass man mal vorher guckt. Nein, natürlich nicht. Aber ich hatte auch kein Reparaturtool dabei. Hätte ich das sowieso nicht gesehen. Ah, ich bin mal gespannt, wie die Horde wird. Wir haben jetzt ja nun auch schon wieder noch wieder ein paar Level dazu gewonnen. In der Zwischenzeit. Game Stage wird höher. Gegner werden stärker, mutmaßlich. So. Schawupsel. So, hier können wir einmal mal pauschal einfach mal so ein bisschen rübergehen. So, ein bisschen Böden so ein bisschen machen. Junge. So, da, da ist auch nochmal alles schön. Okay. Auch mal pauschal. So, guck. Das wollen wir natürlich auch alles irgendwann nochmal aus Stahl machen. Hier den ganzen Ramsch. So, das sieht gut aus. Da will er nichts. Gerade gut. Müssen wir hier noch was reparieren? Ne, die sind, glaube ich, neu gesetzt. Ne, der ist nicht neu gesetzt. Der müssen wir neu machen. Der ist auch okay. Machen wir mal Seite für Seite. Also der ist safe. Der ist safe. Der ist safe. Der ist safe. Gut, hier die können wir tatsächlich mal reparieren. Dafür brauchen wir auch gleich zwei Barren gleich für, ne? Meine Fresse, Alter. Ein Barren pro, ich würde mal sagen, ein Barren pro Aufbaustufe. Heftig. Jetzt haben wir sowieso keine mehr. Das war's, okay. Gut, aber eins, wir wollen erstmal das machen. Erstmal eins nach dem anderen. Da haben wir nichts, das ist alles gut. Dann machen wir mal hier. Da ist auch alles gut. Ich gucke auch, wenn das jetzt auch heile sind, ist mir jetzt vollkommen wurscht. Ich gucke die alle jetzt einmal durch, dass es safe ist. Da müssen wir auch nochmal aufwerten oben. Aber da hatten wir auch keine Probleme. Hä? Warum brauche ich denn jetzt hier schon wieder... Hä, warum brauche ich denn hier schon wieder Eisen? Och man, Leute. Ich denke, ich brauche nur Teile. Och Mensch. Gut, dann muss ich nochmal wieder welche herstellen. Oh Mann, ey. Das ist zum Mäusemelken. Und zwar die richtig großen Mäuse. Meine Fresse. Aber der hat doch vorhin nur Electrical Parts an. Warum zeigt der jetzt schon wieder Eisen an? Oh Mann. Ja gut, dann nützt nichts. Müssen wir ja. Müssen wir ja machen. Wir brauchen ja eine funktionierende Verteidigung. So ein bisschen zumindest. Ich meine, die Electric Fences an sich reichen mir ja schon. Also ich brauche keine Selbstschussanlagen oder sowas. Weil das Problem natürlich an Selbstschussanlagen ist ja immer, du brauchst dafür ja auch Munition. Na, wenn wir jetzt genügend Papier hätten oder genug Schwarzpulver oder alles andere. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, eine ganze Kiste voll Shotgun Shells hätte oder 9mm Munition, dann hätte ich ja gesagt, komm, passt. Aber... die Geschütztürme sind auch nicht wirklich zuverlässig. Deswegen nutze ich die eigentlich ungerne. Weil die eben halt nicht so wirklich zuverlässig sind. Die können zwar ein bisschen mit Schaden machen, ja. Aber eben halt auch nicht viel mehr. So. Machen wir mal 200. 200 Barren. Und die brauchen wir sowieso wieder für Repair Kits. Von daher kann ich gleich wieder ein paar mehr herstellen. Das ist nicht so dramatisch. So. Also ein paar craften. Oh, irgendwie wieder ein bisschen husten. Ich hoffe nicht, dass das eine Erkältung wird. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ah, ich bin echt mal gespannt auf die Horde.
Beim letzten Mal waren es ja eigentlich mehr Polizisten. Es waren nicht mal mehr Polizisten, aber es waren mehr Polizisten, die sich diesmal in die Luft gesprengt haben. Das war mega nervig. Und ich hoffe, dass wir die diesmal ein bisschen besser abgewehrt kriegen. Dass wir diesmal... Aber ich mache mir da eben halt Hoffnung mit der M60. Dass wir da ein bisschen mehr reinhalten können diesmal. So. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir nächsten Tag... Ja gut, wollen wir nächsten Tag mal zur Wüste fahren? Da brauchen wir wieder so elend lange für, ne? Oh Gott, da bist du wieder... Da ist wieder eine... Ja, okay. Ist ja gut. Sie hat geschrien. Wo bist du denn, Mutti? Ach da. Deine Scheiße aus dem Leib geprügelt. So, das heißt, hier kommen gleich wieder Nasen. So, geschrien hat sie schon mal. Also eigentlich... Da hinten kommt schon einer. Wollte ich schon gerade sagen. Irgendwo müssen sie gleich angelaufen kommen. So, du kommst auch mal ran. So. Was ist mit dir dahin eigentlich? Hast du keinen Bock oder was? Was ist mit dir los? Bist du unmotiviert? Sonst motiviere ich dich schon. Erstmal motivierst du mich. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn es noch irgendwo einer. Wer kloppt da auf meine Base ein, Alter? Das gibt gleich richtig Stress hier. Ah, Mutti. Hello, sag mal. Was machst du hier? Was soll das? Bist du nicht ganz dicht oder was? Hast du Lack gesoffen? Ich glaube, ich spinne. Na, kann ich wieder nicht reparieren. Wir haben keinen Stuff dabei. Na, hier müssen wir auch mal weiterbauen. Vor allem müssen wir hier mal die Ecken weghauen. Weil, was heißt die Ecken? Die runden Ecken. Die muss ich mal weghauen, weil ich wollte mir ja eigentlich sowas in Richtung Festung bauen. Da sollten hier so die Ecken so ein bisschen so spitz zulaufen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie ich das meine. Aber, ja. Stellt es euch einfach vor. Oh, ja, deswegen sage ich ja, vielleicht nächsten Tag nach der Horde werden wir vielleicht noch nicht losziehen. Aber vielleicht... danach, so, weil ich glaube, Wüste war ja so ein Arsch weit weg, ne? Das war ja irgendwie am Arsch des Planeten. Das war ja irgendwo... Ja, guck mal, das war hier ganz weit weg. Naja, gut, so weit... Ja, doch, ist schon ein Stück weit weg. Dass wir sonst wirklich mal so irgendwie um 0 Uhr mal losfahren und dann sind wir so auch um 4 Uhr da. Dass wir dann auch wirklich mal konstruktiv mal einen Tag schon ein bisschen Öl abbauen können. Und vor allem, da können wir vielleicht auch mal zu Händler Yu und vielleicht mal ein bisschen noch mal Mission machen. Der juckelt da hinten ja auch rum. Wir haben jetzt mittlerweile 13.000. Da können wir vielleicht dann Schmelztiegel. Ja, gut, das ist gar nicht mal ein Thema. Schmelztiegel. Das heißt, 119, 120 machen wir ein bisschen Heimarbeit. Würde ich sagen, also heute ist ja sowieso. Oh, wir müssen schmalen. Heute ist ja sowieso Horde. Dann würde ich sagen, nächsten Tag ist noch ein bisschen Aufräumen. Und noch ein bisschen Heimarbeit. Und am Tag. Beziehungsweise Nacht 120 fahre ich los und 121 machen wir den Öl abbauen. Das ist, glaube ich, das ist ein ganz guter Plan. Habe ich sowieso wieder vergessen bis zur nächsten Folge. Insofern, egal. Brauchen wir eigentlich einen Plan, weil vergesse ich sowieso wieder. Ich muss mir wieder aufschreiben. Ah, ja, so ist das halt. Aber Öl brauche ich definitiv. So viel Benzin haben wir tatsächlich nicht mehr auf Reserve. Ist jetzt auch nicht ganz wenig, aber naja, ich habe immer lieber ein bisschen was zu Hause, weil ihr seht ja selber, der Weg zum Wüstenbiom ist ein ganzes Stück weit und ich habe da keine Lust, mir jedes Mal hinzudüsen. Eine Maßnahme wäre eigentlich auch mal das Schneebiom, damit wir mal ein bisschen Schnee rankriegen, damit wir wiederum die diese Blueberry-Dings machen können. Diese Smoothie. So. Oh, der war aber auch kurz vor Exodus. So, da ist alles gut. Da ist auch alles gut. Die haben wir, glaube ich, auch neu gesetzt. Ich will lieber alle einmal durchgehen. Nicht, dass die nachher gleich direkt am Anfang gleich kaputt gehen und dann stehen wir da wie Ochs. So, und die sind, das sind alles, was dahinter so aufflackert, das sind ja nur die Betonblöcke. Das sind nämlich noch die, sozusagen die Krater vom, von der Explosion, von den Cops. So, das mal. Okay.
Gut. Dann nehmen wir die mal. Die könnten wir hier mal direkt hinsetzen. Oh, hier unten ist noch einer kaputt. So. Ja, wie gesagt, hier sind überall so ein paar Crackles, ne? Die werden wir sowieso nachher alle spätestens dann reparieren. Wenn wir Stahl haben, wenn wir die nachher nochmal aufwerten, dann müssen wir die eh nochmal komplett alle heil machen. So. Da müssen... Achso, das war's schon wieder. Na gut. Ja, die sind nicht so dramatisch. Wichtiger sind tatsächlich hier die Electric Fences, ne? Weil die wirklich mir die Zombies stunnen und dann können wir die wirklich dann wegfrühstücken. Wenn wir die alle rechtzeitig töten, dann passt das auch. Und auch von den Electric Fences reicht es auch locker. Also das ist... Man könnte jetzt nach oben hin vielleicht noch welche bauen. Oh, guck mal, da oben ist auch noch ein ordentlicher Crackle. Oh, hier ist auch noch ein ordentlicher Crackle. Oder? Oder sehe ich das gerade verkehrt? Nee, ist täuscht. Okay. Und hier oben ist noch ein bisschen. Wo ist denn... Da war ein Crackle. Was müssen wir gleich von... Oh, warte mal, da war gerade was richtig kaputt. Okay. Aber das sehen wir sonst auch gleich nur von oben, wenn wir da sind. So, ansonsten ist da alles fit, ne? Ja gut, alles klar. Dann mal ab zurück. Dann holen wir uns mal ein bisschen Munition. Und dann nehmen wir uns nur das Nötigste mit. Wir brauchen eben halt noch ein bisschen Beton, damit wir oben vielleicht noch reparieren können. Eigentlich, warte mal, hier kann ich eigentlich mal zumachen. Hier muss ich nicht mehr hin. Hier sind wir einfach eigentlich durch. So. Ne, da sind ja doch noch reingelatscht, kommen die Schweinepriester. Aber bis jetzt hatten sie die Luke noch nicht gefunden. Haben ja auch keinen Grund dazu. Ich glaube, die werden erst dann geil auf die Luke, wenn ich jetzt in der Nacht sterben sollte und dann bei mir zu Hause spawnen. Wobei, ich muss gerade mal gucken. Ich muss tatsächlich den Schlafsack nochmal neu setzen, ne? Fällt mir gerade mal dabei ein. Nicht, dass ich nachher verrecke und spawne dann... Da mitten im zerstörten Biom. Das wäre etwas ungeil. Das wäre tatsächlich etwas ungeil. Das gut, dass ich mir das gerade noch irgendwie ins Gedächtnis gerufen habe. Das wäre vielleicht ein bisschen unschön geworden. So. Dann spawnen wir jetzt wenigstens auch hier. Ne, das wollte ich nämlich sagen. Wenn wir dann hier spawnen, dann kann das natürlich dann sein, dass sie tatsächlich versuchen, über die Luke vielleicht da unten durch den Keller durchzukommen. Das kann sein. Das kann passieren. Es kann natürlich sein. So, dann packen wir das erstmal weg. Das nehmen wir gleich noch mit. Das lassen wir hier. Machete lassen wir hier. Das nehmen wir mit. Das Crafting, das lassen wir auch hier. Das Geld lassen wir hier. Das Geld brauche ich auch nicht in der Nacht. Benzin könnten wir auch gleich mal zu Hause lassen. Guck mal, wir haben noch ein bisschen was, ne? Aber nichtsdestotrotz... Also nee, warte mal. Das müssen wir noch mithaben. Das lassen wir auch hier. Das lassen wir da. Das lassen wir da. So. Das packen wir mal ganz hinten rein. Die Knüppel nehmen wir auch vorsichtshalber mit. Die Pistolette nehmen wir mit. So. Die Pistolette nehmen wir mit. So. Und dann nehmen wir noch ein bisschen was davon mit. Sehr viel davon mit. Davon werden wir mit Abstand am meisten brauchen. Möglichst fast voll. Zumindest alles, was wir haben. Ein bisschen 9mm auch noch. Nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was. So. Da haben wir erstmal ein bisschen Munition. Wir können uns auch mal eine Kiste bauen. Oder gleich selber Kisten bauen lassen. Moment. Eine Kiste. Ich baue mal eine Kiste. Nehme ich nämlich die eine Kiste mit. Können wir uns mal eine Munition nämlich drüben hinbauen. Wir müssen ja nicht alles an Munition dahin packen, sonst muss ich jedes Mal rüberlatschen. Oh, wir müssen gleich los. Wir haben es nicht mehr so lange bis zur Horde. Oh, noch was vergessen. Medizin. Einmal das. Einmal nochmal vielleicht davon mal 1-2 Tabletten. So, Kiste habe ich auch noch. So, schon was zu trinken brauchen wir noch. Alter, das wird echt knapp. So, schnell rüber. Das wird knapp. Wird so knapp. Alter, das wird echt knapp. Scheiße. Da kommt immer darum, wenn man mit der Zeit so rumarzt.
Ich bin doch falsch. Nein, ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich muss ja oben lang. Alter. Oh, ich hab keinen. Scheiße. Hey, komm, beeil dich. Komm. Ich bin noch oben. Weil jetzt kommen sie mich hier hin. Scheiße. Oh, mach die Stamina. Die Base ist hier nicht bodensicher. So, ich zieh die erstmal hier rüber. Komplett verpeilt, ne? Wie immer eigentlich. Runter. So. So. Hey. So. Gehen wir es an. Oh, hier. So, hier können wir tatsächlich mal bleiben wir mit Magnum arbeiten. Oh, na, die wollen wir gleich mal die Polizisten gleich mal wegkriegen. Die will ich gleich wegkramen. Aber die machen aber auch ordentlich gut Schaden hier, die MG. Au! Oh, Alter, geil! Hast du gesehen? Gleich schön, zack. Schön, zack, gleich den Kopf weggeballert. So will ich das sehen. So und nicht anders. Da siehst du mal, wie viel abartig Schaden die machen. Ja, wie schön die alle gestunt werden. Ich bin begeistert. Ah, so die nächsten. Das ist recht entspannt momentan. Und mal schön die Kopf mal. Am besten nochmal doppelt und dreifach einen reindrücken. Oh, da war gerade auch ein Polizist, den muss ich mal. Wie geil, jetzt sieht gleich kaputt gehen, ne? Sehr gut. Oh. Demo, alles klar. Also man muss erstmal den Demo legen. Kurze Demo. Das Ding. So, das ist mal gleich die Demo weggemacht. Du sollst sein. Bist du hier durchgekommen, was soll das? Ja.
Dann läuft doch erstmal ganz gut. Erstmal ganz solide momentan. Wenn es aufhört zu leuchten, ist alles gut. Und es ist auch so schön entspannt ruhig, weißt du? Schön mit Schalldämpfer, Scharwupsel. Oh, da kommt noch ein Demo. Das höre ich. Obwohl, nee, es können auch die Lumberjacks sein. Die haben ja auch einen neuen Sound. Läuft doch erstmal bis jetzt ganz gut. Und das Schöne ist, mit der MG kann man eben mal so gezielt schießen. Das ist schon mal sehr geil. Und du kannst aber auch schon mal richtig reinhalten. Wenn man eine ganze Batterie an Zombies farmt, kannst du mal richtig schön reindrücken. Geier. Was ist das, kotzende Geier oder war das die Kopf gerade? Hm. Das sind wieder Polizisten drin. So. Polizei oder Kotzner Geier? Ich glaube Kotzner Geier. Na komm. Gibt's Frosch. Kann das sein, dass da wieder Fenster kaputt sind da unten? Ich habe so das Gefühl, dass sie manchmal ein bisschen zu stramm durchkommen. Das ist das, was ich meine. Kannst du aber schön reinhalten. Die Bagage. Falls es mal ein paar mehr sind. So. Was ist denn jetzt hier wieder?
Ah. Was siehst du? Ich würde sagen, das war mit eines der entspanntesten Horden. So, da ist Ruhe. Oh, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war mit eines der entspanntesten Horden, die ich hier jemals hatte. Also ich würde sagen, so mal ganz aus dem Bauch heraus, ich würde sagen, wir haben keine Machete dabei, scheiße. Das war mit eines der entspanntesten Horden, die wir hatten. Oder? Würde ich auf jeden Fall so sagen. So, gleich mal den Generator ausmachen. So, einmal. So, Generator aus. Ich würde sagen, das war eine der entspanntesten Horden. Wirklich. Auch wenn das ein bisschen holprig war am Anfang, weil ich eben halt nicht einen Arsch, weil ich eben nicht einen Arsch in Bewegung gekriegt habe, aber ansonsten. Ansonsten entspannt. Gut, war jetzt auch nur ein Demolisher. Die Polizisten haben wir rechtzeitig weggeknipst. Also, das war entspannt. Würde ich mal sagen. Gut, ich würde auch mal sagen, machen wir direkt an dieser Stelle auch mal einen kleinen Break, weil wir haben es ja eben schon 4 Uhr, wir haben schon den nächsten Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, war ja mal ganz entspannt. Ich bin total entspannt diesmal. Nicht mal in Stress. Nun gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder und gucken mal, was wir an Loot reingekriegt haben. Ne? Alles klar, macht's gut. Bis dann. Tschüss.